Herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday mit Arezo. Ich bin Arezo und wir sind nicht auf Deponia. Nein, wir sind in Elysium. War auf Elysium. Ich denke, beides ist richtig. Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Ja, ich habe inzwischen ein klein bisschen drüber nachgedacht und mir ist eingefallen, wenn jetzt Rufus weg ist, dann dürfte eigentlich das Ganze, was passiert ist bisher in der Trilogie, nicht passiert sein. So heißen, Cletus wäre nicht hier. Wenn wir tatsächlich nach den Geschehnissen von, oh Gott, wie hieß der letzte Teil? Chaos of Deponia war der zweite, glaube ich. Wenn wir tatsächlich jetzt nach dem dritten Teil spielen, dann dürfte Deponia schon zerstört sein. Was das Oppenheimer-Zitat von McConaughey natürlich noch ein bisschen richtiger machen würde. Weil dann er tatsächlich eine Welt zerstört hat, indem er Rufus geholfen hat. Luftballons zu gewinnen? Endgeil. Na, dann gewinnen wir mal einen. Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Ah. Okay, dann Tür zur Abstellkammer. Da gehören wir hin. Aha, diese Tür ist einen Spalt weit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Hey, diese... Okay, wenn Strom fehlt. Nee. Kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Dann kommen wir hier wohl auch nicht rein. Hallo? Jemand zu Hause? Eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Bei der Abstellkammer ist auch kein Knopf oder so. Das heißt, entweder die öffnet sich für jeden. Aber ich sehe hier keinen Sensor. Oder die Türen werden über einen Mechanismus geöffnet, den man selbst bei sich tragen muss. Dessen Auslöser man selbst bei sich tragen muss. Ich habe mit Chroniker noch gar nicht angesprochen, nur angeguckt. Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sei mal ruhig. Hörst du das auch? Nein. Ich höre nichts. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Okay, da ist er vollkommen reingelaufen. Okay, die Lampe dort ist kaputt. Weitere Schäden. Sind wir gerade beim Absturz? Oh, wir sind schon abgestürzt. Oder? Es wirkt nicht so, als würden wir runtergefallen, also... Aber... Nein, 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 nein! Das stimmt doch nicht! Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing! Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Okay, dort haben wir einen Elysianer. Ja. Also auch ohne Rufus wurde offenbar verhindert, dass Deponia in die Luft gesprengt wurde. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Mhm. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Ich nehme an, das kommt bei den anderen auch. Wie jetzt? Und sowas? Wie jetzt? Und sowas? Ja, Vanilleeis, Schokoeis und natürlich Tutti Frutti Eis. Das ist definitiv, woran man als nächstes denkt. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Ja, ich glaube, das ist es. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Warte. Tun Sie schon was?
Ja. Scheiße. Nein, wieso? Tja, können wir an die Stange dort ran? Die erinnert mich irgendwie an meine Vision. Schnee, Fuloks, ein abgestürztes Elysium. Ach nee, das kann alles gar nicht passiert sein. Und wenn doch, werde ich zu verhindern wissen, dass es wieder passiert. Okay, eventuell sind wir in der Zeitschleife gefangen. Und enden genauso, wie wir angefangen haben. Wenn ich ihn nicht frei bekomme, kann er immer noch ein Puppentheater aufmachen. Ein Solo-Puppentheater. Toll. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Ach, holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enten lose aus dem Arm baumeln. Buh. Okay. Ja, um den kümmern wir uns gleich. Ich nehme an, mit der Stange können wir den auch befreien, aber ich will erstmal nachgucken, was wir hier so haben. Ich finde es übrigens schön, dass die Hand Redebewegungen macht die ganze Zeit. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. McCornickle, was machst du denn da? Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Repariert zwecklos. Der etwa die Maschine? Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht... Okay. Ja, zwecklos ist das Einzige, was er sagt, wenn wir ihn ansprechen. Was zum... Die ist ja leer. Dieses Elysium entwickelt sich langsam zur Parade der Enttäuschungen. Ja, zumindest können wir so Leute bedrohen. Cool, wir haben den Strom eingeschaltet. Was zum... Ballons? Also mit so einem Kinderkram, also... Moment mal, sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu! Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, sie kriegen vor Staunen den Mund zu! Ah. Ein Zustimmbot. Die Elysianer verstehen was von Lifestyle. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Gut. Dann sag mal, was los ist. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Ja, zufriedenstellende Antworten. Nicht unbedingt hilfreiche, sondern wirklich zufriedenstellende. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Puh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Ja, ganz toll. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit einem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Okay. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Ja, aber okay. Ich meine, dann kann man auch einfach zweimal den Trostpreis nehmen. Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Auf den Knopf drücken. Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. Na gut. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur, das reinste Sonnenbad.
Tschüss, Ronny. Woher kennt er den Namen? Der hat sich nicht vorgestellt. Hurra! Tosender Applaus! Die Menge tobt! Endlich ein würdiger Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen! Yeah! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deiner Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst toll nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Yeah! Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Okay. Toll machst du das. Jeder Profi weiß, dass das Anvisieren der Zielscheibe bereits die halbe Miete ist. Und du bist offenbar so gut, dass du dafür nicht einmal die geladene Paintball-Gun im Anschlag benötigst. Ja, ja. Ich bin leider sehr gut. Wow! Einfach nur wow! Ist das ein nerviges Vieh? Ich meine, Rufus wird's gefallen, aber... Ja. So, jetzt könnten wir uns auch Eis holen, aber... Also das Hochstemmen wird nicht klappen. Dafür brauchen wir ja aus irgendeinem Grund Ballons. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Huh. Cool. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, nicht mal Herr. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr, sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Ja, ist tatsächlich der richtige Ort für Rufus. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Okay, eventuell müssen wir einen Feuerlöscher hier reinpacken. Aber testweise gucken wir mal, ob noch was anderes kommt. Immer noch Sapsche? Ich bitte um Vergebung. Uns sind hier unten. Das Trink... So. Sollen sie mit Eis löschen? Mal sehen. Den eingeklemmten Elysianer haben wir dort noch, aber das hilft uns nicht wirklich weiter, ne? Moment, da kann ich auch noch lang? Ah. Eine Klappe. Aber erstmal reden wir mit McChronicle nochmal. Du, McChronicle? Ja, erstmal Schuldzuweisung. Die helfen weiter. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Und Deponia hat, und Elysium hat er ja nicht gerettet, nur Deponia. Und eventuell, nee, Cletus hat auch nicht Rot dann Elysium gerettet, weil es ist trotzdem abgestürzt. Abgestürzt. Ich kann nicht reden. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwenden. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch. Nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau, können wir dann ja noch sehen. Mhm. Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Hä? Ein Temporalphysikerwitz.
Verstehe ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Gut, Was wollte ich? Achso, ich wollte weitermachen. Nee, irgendwas wollte ich sagen. Aber ich hab's vergessen. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Kompletter Unsinn ist es nicht, bloß fast kompletter Unsinn. Ich meine, man bräuchte sehr, 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 sehr viele Ballons. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Elysianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, du bohrst nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber nein! Der Deal war... Deal ist Deal. Denk an den Deal. Ihr hattet gar keinen Deal. Ich suche einen Feuerlöscher. Hast du irgendwas in Brand gesteckt? Würdest du mich kennen, wüsstest du, dass das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ich glaube, ich habe vorhin einen gesehen. Vielleicht schau doch bitte selber, ja? Ich bin hier mitten in einer Sache. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Und? Haha. Puh. Ein Feuerlöscher. Vielleicht könnte der doch noch nützlich werden. Verdammt, ich komme nicht ran. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Du hast einen Plan? Das glaube ich nicht. Ich behalte die Sachen. Sie sind... Obwohl, diesmal hat er tatsächlich einen Plan erwähnt, also... Gut, vielleicht können wir McChronicle bitten, uns den zu geben. Du, McChronicle? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Egal, schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ne? Das ist aber kein Feuer... Nein. Ein Feuerlöscher. Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Weißführung abgeschlossen. Okay, gehen wir eine Küche sprengen. Tatü, tata, Rettung ist nahe. Eben wollte ich schon wieder... Ich muss echt mal wieder mir Notizzettel hinlegen, damit ich mir merke, was zwischenzeitlich gesagt wurde, beziehungsweise was ich zu dem, was zwischenzeitlich gesagt wurde, sagen wollte. Am Ende gar kein Feuerlöscher. Dabei war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Tja. Das ist diesmal aber nun wirklich nicht meine Schuld. Also noch weniger als sonst. Weg mit dem Dreck. Oh, ein Haken. Da oben nutzt er mir wenig. Sehr gut. Was tun Sie? Nicht rumjammern. Es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. Aha. Oh, oh. Ganz schön wackelig hier. Ja, was machen wir damit jetzt? Perfekt. Was nun? So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Tja, wir haben doch eine Lücke, die kann man noch kaputt machen. Also größer machen. Was genau haben Sie vor? Ich rette dich. Ich befreie natürlich. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen
das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Und los geht's. Verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Gut. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Beweg dich endlich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Und? Na los. Oh, Buttonmashing betreiben steht da. Hat geklappt. Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Cool. Welcher Idiot war das? Na, warte. Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision. Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Okay, wirft erstmal ein paar Fragen auf. Erst einmal, wie ist sie an den Rufus gekommen, wenn Rufus weg war? Es sei denn, wie gesagt, wir sind tatsächlich in der Schleife. Wir kommen zurück und erledigen alles wieder ähnlich wie vorher. Und opfern uns dann eben entsprechend wieder. Aber das lässt auch die Frage offen, wieso dachte sie, dass Rufus sich geopfert hätte, wenn sie doch dachte, sie hätte noch einen Rufus? Sie wusste ja nicht, dass es Cletus ist. Entweder das oder sie hat es überspielt. Ich nehme an, wir bekommen darauf die Antworten alle in der nächsten Folge. Bis dahin, diese Folge beende ich. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.